Du, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:31 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir starten und halten sich fest bei 14.307 mit einer Big Number. Heute ist extreme Vola. Schon heute Morgen. Wir sind heute Morgen schon bei 188 Punkte. Durchaus auch möglich, die Box ein bisschen größer zu gestalten mit 20 Punkten, wenn das etwas länger dauert jetzt mit Putin und der Ukraine. Aktuell lasse ich nochmal auf 15 ab, aber schauen wir mal, wie schnell wir uns dann eventuell aufschaukeln. Also 14.300. Ja, Blue Boxen brauchen wir gar nicht schauen. Bei den Vola Boxen müssen wir gucken, wo kommt die rein. 14.690, da sind wir weit weg entfernt. Ja, da werden wir heute auch keine kriegen. Das heißt, wir kümmern uns um Big Numbers und vielleicht um Bewegung, Pullbacks, die wir dann letztendlich reinbekommen. Ja, lassen wir uns gemeinsam auf die großen Zeitebenen einmal schauen und wir starten ganz oben heute mit dem DAX. So, Daily. Und wir gehen Zickzack-Linie. So, Zickzack-Linie, Sitzung aufzeichnen. Okay, Zickzack-Linie und wir sehen auf Daily-Basis, wir haben ja gestern vom Corona-Tief bis zum Corona-Hoch, hatten wir gesagt, war 14,4 die Zielmarke. Bei 50%, 13.839 ist das 50% Retracement, was aktuell jetzt angesteuert wird. Erst bei 13.200 sind wir bei dem Niveau und ich muss meine alte Position hier ein bisschen runterziehen, mein Tech Profit. Also bei diesem Niveau, bei 13.257 ist das 61er Retracement hier. Ja, das kann alles schnell gehen. Wir sehen es, ja, wir sind gestern durch diese 14.800er Marke, die hier war, durchgebrochen und der Markt ist hier aufgrund dieser besonderen Ereignisse relativ schnell nach unten gelaufen und das heißt hier immer noch, das ist das November und wenn wir jetzt, Entschuldigung, das Corona-Tief nehmen, das war von mir falsch, dann sehen wir, dass wir bei 13.200 von dem Corona-Tief bis dieser Erholung 13.222, das ist das 38er Retracement und das werden wir, glaube ich, schon tendenziell ansteuern. Ja, das heißt, wir sind hier nochmal 1000 Punkte, die wir tiefer gehen und wir sind direkt long eingeführt. Erster Trade, ich beobachte das im Konto, ab dem zweiten Trade gehen wir ja auf angepasst. Also vom Corona-Tief und wir sind schon raus. Liebe YouTuber, das war der Eröffnungstrade. Wir handeln die 14.3 noch einmal und wir gehen trotzdem zum Abschluss noch mal gemeinsam einmal durch die Märkte durch. Also, das wäre meine Prognose. Diese Zielzone 38er. Vom Corona-Tief, die nicht direkt, sondern bestimmt mit Sicherheit Umwege. Wir sehen hier bei auch Unterstützungszonen, die direkt hier bei 13.558 liegen. So, auf 4 Stunden sind wir short. Stunde 30, 15,5, denke ich mir, brauchen wir nicht weiter diskutieren. Da ist der Markt short. Gehen wir in Gold. So, Daily. Long, klar, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 auch. Und auch bei Gold, wo könnte die Reise hingehen? Wir sehen das Hoch dort, ja, bei 2079 auf den Dailies. Das war das Corona-Tief
Und wir sind jetzt, wenn wir das Corona-Tief nehmen, hochziehen auch dort, ja, 23, und wir haben hier direkt am 61er Retracement gehalten von dem Hoch. Ja, und durchaus denkbar, dass wir jetzt wieder die alten Höchststände erreichen, denn Gold ist immer noch einer der Instrumente oder Bereiche, wo die Leute tatsächlich dann auch flüchten, wie Anleihen, Bond Futures etc. Ja, da werden wir auch nachher einen Blick raufwerfen. Und dieser Markt, weil es sich hier ja nicht nur um Russland handelt, weltweit, also Ölpreis natürlich hier erstmal weiter long. Und da sind wir im Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Ja, und wir sind dort aktuell auf den 7-Jahres-Hoch. Nasdaq auf Daily. Die hatten ja gestern Feiertag, alles Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15, 5. Brauchen wir gar nicht so groß. Genau das gleiche im S&P. Zeigt alles nach Süden auf den Dailies, wenn wir das ein bisschen kleiner machen und auch hier die Fibos mal ranziehen, dann sind wir noch nicht mal beim 23er. Also durchaus denkbar, 3815, das ist das 38er Retracement, und dann wäre die Welt immer noch zumindest in Ordnung, dass der Markt einfach ein bisschen Luft rauslässt. Bei der Technologiebörse eben nochmal sehen wir, wenn wir das Tief nehmen, Entschuldigung, dann sind wir bei 12.620. Da werden noch einige Werte noch ein bisschen tiefer zu bekommen sein. Okay, nächster Markt ist Dow Jones. Daily sehen wir auch da die Unterstützung durch 4 Stunden Short. Stunde Short, 30 Short, 15, 5, auch Short. Und dann zu den Kryptos. Bitcoin zieht er gleich mit dem DAX und den Indizes mittlerweile. Und da sehen wir Daily in Kryptos. Wir sind bei 36 Short, 4 Stunden Short, Stunde 30, 15 und 5. Und so, wo habe ich denn Ethereum? Isa ist heute gar nicht hier dabei. Bitcoin, Litecoin. Palladium, Platinium, komisch. Mal fragen, wo denn unser Ethereum geblieben ist. Okay. Das war einmal der Market Roundup kurz, und wir machen im Live-Trading-Raum weiter. 14.307 hier aktuell. Haben wir die erste Box platziert, die ist im Gewinn gelaufen, und wir sind bei 32 aktuell. In 20 Minuten öffneten dann die Märkte. Wünsche dann noch gute Trades. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.